Was wir heute machen, ist einfach die Grundbasics vom Cocktails. Das heißt, wir werden gucken, wie die Hausbar aussehen könnte zu Hause eventuell, was man dafür alles braucht. Und dann natürlich shaken. Ich habe mir so vorgestellt, mindestens 5 Cocktails machen wir. Wenn wir ein paar mehr hinkriegen, dann sind es 7 oder 8. So, 3 weiße, 3 braune, 2 und 3. Und schön Gummi geben. Ich glaube, das ist voll raus. Da ist er nicht richtig zu, dann mal draufhauen. Wie wichtig ist es denn, dass man richtig shaket? Oder was kann man richtig machen? Man muss halt kräftig schütteln, damit man eine schöne Schaumkrone oben drauf hat. Gerade bei den Sahnedrinks ist das sehr interessant. Aber auch man muss lang genug schütteln, damit sich alle Zutaten gut verbinden darin. Also ich möchte auf jeden Fall noch die schönste Deko küren. Ja, das ist diese hier. Ja, also das unbedingt. Ist mit viel Liebe gemacht, oder? Ja, unbedingt, ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt nicht ernsthaft von 3 Millionen Cocktails irgendwie jede CL-Angabe im Kopf, oder? Also mittlerweile habe ich 350 verschiedene Cocktailrezepte im Kopf und kann auch somit gut variieren und mixen. So, Andreas, schmeckt's oder schmeckt's nicht? Schmeckt saugut. Habe ich ja selbst gemacht. So, der nächste Cocktail ist welcher? 43 Leibwächter im Kräuterrausch. So, was haben wir denn jetzt drin in deiner Eigenkreation? 43 Leibwächter im Kräuterrausch besteht aus Gin, Beefeater Gin, aus Likör 43, 2 Zell frisch gepressten Limettensaft, Rosmarin, Basilikum, Petersilie, aber da bitte die Blattpetersilie, weil sie geschmacksintensiver ist. Jetzt muss ich was selber gucken. Und Ingwer. Berauscht es dich? Ja, der schmeckt klasse und wahrscheinlich berauscht er auch. Ich muss ihn nur erst austrinken. Aber das Erste, was mir eingefallen war, als ich ihn getrunken habe, wäre, da könnte man eine leckere Eissorte draus machen. So, ich würde sagen, der Abend neigt sich dem Ende zu, die Getränke sind leer. Hat es denn gefallen? Es hat wunderbar gefallen. Es ist jedem zu empfehlen, hier hinzukommen ins Silizium und diesen Kurs mal zu absolvieren. Und auch was dazu gelernt? Auf jeden Fall. Also ich hätte nie gedacht, dass man mit Kräutern so tolle Cocktails machen kann. Das ist wirklich der Knaller gewesen. Und mixt ihr jetzt auch zu Hause? Ich hoffe doch. Bald schon. Ja, einkaufen gehen und dann geht's los. Genau, mein Fazit ist, fast alles geht, nur Wodka und Gin ist verboten. Der Lehrmeister räumt schon mal auf, das Fazit. Wie haben sich denn unsere Lehrlinge geschlagen? Ich muss sagen, sehr gut. Coole Gruppe, coole Atmosphäre. Viel Spaß gehabt, so muss es sein zum Lernen.